Hümer selbst spricht davon, dass die neue B-Klasse Modern Comfort so dynamisch und komfortabel ist, dass sie Maßstäbe setzt. Und im ersten Testbericht von Autobild auf dem Nürburgring werden gleich mal 5 volle Sterne vergeben, weil er Fahr- und Wohnkultur auf hohem Niveau bietet. 7,39 Meter lang, Stehhöhe 1,98 Meter, bei 3,5 Tonnen kann man ca. 500 Kilogramm zuladen und das bei einem Basispreis von 74.000 Euro. Klar, dass man mit der richtigen Ausstattung hier die 100.000 Euro schnell knackt. Als Basis dient der erneuerte Mercedes Sprinter und wer statt einem Teilintegrierten sich lieber für den besser gedämmten Vollintegrierten interessiert, kann auch diesen wählen, aber dazu gleich mehr. Der Wohnbereich wirkt hell und geräumig trotz des dunklen Polsters, obwohl ich mich hier bestimmt für etwas Helleres entscheiden würde. Alles wirkt unheimlich gut verarbeitet und man fühlt sich einfach rundum wohl. Und natürlich gibt es, dank durchgehendem flachen doppelten Ladeboden, auch keine Stolperfallen in Richtung Einzelbetten. Wie schon angesprochen, gibt es den Modern Comfort 680 auch als integrierten mit natürlich gleichem Grundriss. Also gleiche Länge, gleiche Stehhöhe, aber mit 380 Kilogramm deutlich weniger Zuladung und, Achtung, zuhören, 12.000 Euro teurer im Basispreis. Im integrierten gefallen mir hier die hellen Polster in Kombination mit dem dunkleren Möbeldekor deutlich besser als die Kombination, die wir gerade eben im Teilintegrierten gesehen haben. Die beiden Einzelbetten sind 86 cm breit und einmal 1,90 und einmal 2,2 m in der Länge. Und mit einem 180 Liter Frischwassertank braucht man in der getrennten Duschkabine bestimmt nicht mit dem Wassersparsam umgehen. Wer lieber unter 7 Meter bleiben möchte, kein Fan von Winkelküche ist und vielleicht auch keine getrennte Duschkabine benötigt, für den kommt vielleicht der 580er in Frage. Auch der 580er lädt zum gemütlichen Wohnen ein. Besonders fallen die leicht schräg gestellten Möbel auf, die eine Flucht vom Fahrerhaus über den Wohnraum bis in den Schlafbereich im Heck bilden. Achtet auch mal auf die trapezförmige Linienführung der zwei Längsbetten, die sich fürs Auge zum Fußende hin öffnet. Tanks und Elektrik sitzen großteils im Doppelboden. Naja, und wie jetzt schon mehrfach erwähnt, gibt es auch hier die integrierte Variante und in dem Messefall sogar gleich im Polster und Dekor. Auch der MLT 570 mit 6,74 Meter Länge ist neu.
Auch er hat das Mercedes-Sprinter-Cockpit, das ich auf den ersten Blick echt cool finde. Auf Dauer wirkt dieser aufgesetzte Monitorträger wahrscheinlich doch extrem wuchtig. Zu bestellen ist dieses Modell im Vergleich zum Modern Komfort mit Hinterrad- oder Allradantrieb. Was mir nicht gefällt in diesem Modell, sind die nur 1,89 Meter langen Betten und die Staufächer oben, die zwar viel Einlademöglichkeit bieten, aber zum Kopfanstoßen wirklich einladend sind. Was mich auch wundert, dass der kleinere Stauraum auf Fahrerseite nach 10 Messetagen gar nicht mehr aufgeht und der Griff vom größeren Kleiderschrank auf der Beifahrerseite auch sehr mitgenommen wirkt. Aber diese Kleinigkeiten spiegeln natürlich nicht die sonst wirklich gute Verarbeitung bei Hümer im Innenraum wider. Gott, sind die Griffe mitgenommen nach so ein paar Messetagen? Der MLT 570 bietet ein variables Bad mit Klappfunktion der Waschbeckenwand, um ohne Probleme in der Duschkabine stehen zu können. Im Heck gefallen mir die vielen praktischen Fächer für Kleinteile. So viel zu Hümer. Freut euch aufs nächste Video auf unserem Kanal Feel Free on Tour. Macht's gut!